Und Hallöchen, meine Lieben. Hä? Ach so. Okay, ich dachte schon, wir sind schon beim Uragan. Ja, Hallöchen, meine lieben Freunde. Herzlich willkommen zu einer weiteren Request von Monster Hunter Battle Befürth HD auf der PS3. Ja, diese Request kommt von einem Landsmann, nämlich von einem Österreicher. Von XICDJX. Und ich muss noch schnell erwähnen, Lamerino 1000 war auch ein Österreicher. Habe ich jetzt ganz, ganz spät gelesen. Also sorry dafür. Ja, ICDJ wollte, wie ihr seht, den Uragan sehen, mit dem Hammer und meine Stimme hören. Ja, und dann gehen wir es auch gleich los. Also ich muss sagen, Uragan mit Hammer, der macht richtig, richtig Fun. So, jetzt habe ich aber vergessen, mein Megadämonenmittel zu nehmen. Deshalb machen wir das auch gleich. Okay, jetzt macht er eh nichts. Alles klar, dann hauen wir mal ein bisschen Power rein. Und Megasaft auch noch nach. Okay, brav Uragan. Also der Uragan, der ist fair, der ist fair. Der wartet, bis ich dran bin. So, jetzt ein bisschen ausweichen. Alles klar, alles klar, alles klar. Alles im Griff, alles im Griff. Ich habe hier ein ganz, ganz wirklich geiles Mixset zusammengestellt. Und zwar habe ich... Moment, dazu sich kurz überlegen. Ja, ich habe Scharfschwert. Oh, oh. Scharfschwert, schnelles Schleifen, Exploiter, beziehungsweise Schwachstellenwirkung. Dann habe ich noch Angriff hoch Mittel. Und ich glaube, das war's sogar schon. Ja, genau. Und die Ohrstöpsel habe ich noch drinnen. 5 geile Skills gegen Uragan. Das Beste, was es gibt. Und da geht er auch schon K.O. Ganz, ganz wichtig, Leute. Wenn ihr mit dem Hammer gegen Uragan spielt, am Anfang immer aufs Gesicht. Immer auch schön voll in die Fresse rein. Bis sein Kiefer zerstört ist. Weil erst dann macht ihr mit Schwachstellenwirkung richtig sauguten Schaden. So, und genau das haben wir euch natürlich vor. Okay, er geht in Rage. So, nach dem Schreien kann er euch mit dieser Attacke nicht treffen. Im Monster Hunter Try war das so auf der Wii. Da hat er euch immer getroffen nach dem Schreien. Diese Kinn-Attacke da. Aber hier nicht. Also hier könnt ihr ruhig am Kopf bleiben, nachdem er fertig geschrien hat. Okay, das ging jetzt gut. Zack, immer schön aufs Köpfchen. Okay, hier könnt ihr ohne weiteres Triple Pound. Einfach dazu zum Kopf und ruhig Triple Pound. Das macht gar nichts. Diese Attacke trifft euch nicht. Okay, jetzt stehe ich. Jetzt ist was doof. Ah, so, da ist der Kinn auch schon zerstört. Jetzt könnt ihr wirklich Full... Ja, oder getroffen werden, natürlich. Jetzt könnt ihr natürlich Full Damage raushauen. Da sein Kiefer nun zerstört ist. Dadurch wirkt auch der Exploiter-Skill. Also Schwachstellenwirkung. So, habt ihr gesehen, da war der kritische Angriff. Und kombiniert mit Angriff hoch und dem Megadämonenmittel macht ihr wirklich immensen Schaden. So, bei dieser Attacke gräbt er sich ein und geht da entweder darauf oder darauf. Die beste Taktik ist einfach sich hier vorm Zonenwechsel hinstellen und warten. Das ist meiner Meinung nach die beste Möglichkeit. Da trifft er euch so gut, also überhaupt nicht, kann man sagen. Genau, so, dann wartet ihr ein bisschen. So, jetzt könnt ihr schon raus. Ist er schon fertig mit seiner Attacke. So, ich hoffe, das geht sich jetzt... Nee. Okay, okay. Ah. Ja, und der Tail macht auch ein bisschen Schaden, wenn der euch trifft. Ja. Und das ist immer eines der gefährlichen Sachen bei Uragan. Diese Kinn-Attacke. Die kommt einfach unerwartet. Da kann man auch sehr schwer ausweichen. Ja, genau das meine ich. Genau das meine ich. Die kommt einfach randommäßig von ihm raus. Da kann man schwer ausweichen. So, jetzt aber. Zack. Aber jetzt könnte er auch mal staggern. Normalerweise nach dieser Attacke jetzt. Oh, diese Steinchen sind... Ja, ich wollte gerade sagen, gefährlich. Bloß nicht draufhauen. Da habe ich mir selbst ein Fail gebastelt. Also schnell mal einen Megatrank reinhauen, so. Zack, okay, und weiter geht's. Ja, was wollte ich noch sagen? Mit dem Hammer Uragan, ja. Es ist ein wirklich, wirklich leicht. Was ich euch empfehle, unbedingt weiße Schärfe. Das hat der Alatrion Hammer ja. Da haben wir schon sehr gut weiße Schärfe. Und mit Scharfschwert kombiniert ist das wirklich... Da braucht man, glaube ich, nur einmal schleifen, bis er down geht. Zack. Okay, einmal gestaggert, aber noch immer kein kritischer Angriff. Was ist denn da los? Okay, er wechselt die Zone. So wie es ausschaut. Falls ihr keine weiße Schärfe habt, dann nehmt euch unbedingt ESP mit rein. Also, dass ihr nicht abprallt, den Skill reinhauen. Und so lange draufschlagen, bis halt der Kopf zerstört ist. Oder ansonsten, wenn ihr alleine spielt mit dem Hammer, hinten, beim Tail. Also dort, wo der Tail anfängt, ich zeige euch das gleich. So.
Ja, da stehst du jetzt ganz, ganz gut. Boah, siehst du jetzt hässlich aus, mein Freund. Also gut sieht er nicht mehr aus, der Bursche. So, jetzt probieren wir so. Zack, zack, alles kritisch und Endschlag. Zack. Oh, dem ist wohl wirklich langweilig da im Eck. Aber auch gut, jetzt können wir schön letzten und K.O. Alles klar, alles klar. So, jetzt schön Triple Pounden. Schaut, dass ihr trefft. Alle drei Schläge werden wahrscheinlich nicht treffen. Aber konzentriert euch, dass der letzte Schlag wenigstens trifft. Genau so. Weil dann seid ihr wirklich gut dabei, dann macht ihr wirklich schön Schaden und Uragan wird wirklich schnell down gehen. Da so. Okay, jetzt ist er böse. Jetzt schön aufladen und Super Pound. Zack. Oh, er macht schon wieder die gleiche Attacke. Okay, wie ich sehe, dieser Uragan ist sehr videofreundlich. Okay, wir probieren es einfach. Okay, staggern, alles klar, das ist gut, das ist gut. Okay, der hat wirklich nicht viel Bock, der liebe Freund, hier irgendwas zu machen. Wir probieren es einfach nochmal. Letzter Schlag, zack. War schön kritisch. Und, machst du es wieder? Okay, er geht. Nein! Zack. Schön kritisch gemacht. Ey, Uragan, was ist denn los? Okay, wir machen Triple Pound, weil der staggert höchstwahrscheinlich jetzt. Ja. Super Pound meine ich. Jetzt Triple Pound. Oder auch nicht. So, zack. Zack. Und jetzt den dritten Schlag einfach raushauen. Okay, wir sollten jetzt schleifen, da wir unseren Universal-Skill schnelle Schleifen haben. Geht das auch relativ flott. Okay, jetzt geht's natürlich nicht. Jetzt aber. Ja, jetzt aber. Und dann kommt der Uragan auf einmal wie so ein Formel 1 Schuhmacher um die Kurve. So, jetzt aber. Jetzt geht sich Schleifen sehr schön aus. So. Universal-Skill for the win. Und jetzt Super Pound. Okay, und ich glaube, was ist... Kaltgetränk? Oder nee, Megasaft ist ausgegangen. Komm schon. Okay, und jetzt bei dieser Attacke, wie gesagt, könnt ihr ruhig dazu Triple Pounden. Die Attacke trefft euch nicht. Ihr könnt ruhig dazu, keine Sorge. Okay, ich wollte euch noch zeigen, wohin ihr sonst geht, vor allem mit Cut-Waffen. Sprich Langschwert, Großschwert und der ganze Mist. Schwert und Schild. Da hinten beim Tail, da wo er aufhört, da wo das rausschaut, so ein kleiner Pimmel da. Oder ich weiß nicht, wie ich das sagen soll. Da ist die Schwachstelle. Also da könnt ihr ruhig draufhauen, da macht ihr auch wirklich immensen Schaden. So, der macht wieder diese Attacke, da könnt ihr dazu, zack, Triple Pound draufhauen, zack und bang. Und da geht auch wieder K.O. Aber an einer falschen Stelle. Egal, wir kloppen einfach drauf und hoffen, dass der dritte Schlag trifft. Zack, der macht nämlich am meisten Schaden. Zack, zack, kurz warten und nein. Okay, das geht nur in Freedom 1 und Unite, dass man da kurz einen Delay reinhauen kann. Impossible Third leider nicht. Okay, Super Pound, dang. Und da humpelt er auch schon. Okay, probieren noch die Schwachstelle am Tail. So, zack. Okay, das ging relativ schnell, muss ich sagen. Ja, Icy DJ, vielen Dank für deinen Request von Uragan. Richtig, richtig nice. Also ich liebe Uragan zu machen, vor allem mit dem Hammer. Das ist eins meiner Lieblingsmonster. Zack. Ach Mensch. Das war knapp, knapp. Okay, Rollattacke. Oh, weit kam er aber nicht. Uragans Schwäche ist eigentlich Wasser. Und danach Drache, aber ich denke mal, mit diesem geilen Mixset, was ich hier habe, geht das mit dem Drachen Hammer vom Alatrion richtig, richtig nice ab. So, was machst du jetzt? Okay. Dance! Ja, meine lieben Freunde, das war's auch schon mit dem Uragan. Ging relativ flott. Okay. Nee, auf das habe ich keinen Bock, auf die Warning. Nein, die Warning bleibt weg. Ja, leider keine epische Endmusik. Aber ja, wann schnell, wie lange haben wir gebraucht? Moment mal, ich schau mal kurz auf die Elgato-Software. Ja, 10, 9 Minuten, 9 Minuten circa, so würde ich sagen. Ja, ging relativ flott. Alles klar, Leute, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ich konnte euch ein paar Tipps geben gegen Uragan. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Viel Spaß beim Kommentieren. Und ja, meine lieben Freunde, bis zum nächsten Video. Und ciao, euer lieber Holy. Ciao.